Die Feuerwehr ist eine Einsatzorganisation, die die Ideologie unserer Gründerväter, die Werte einer sozialen Gesellschaft, Werte wie Nachbarschaftshilfe, Nächstenliebe, der eine hilft dem anderen ohne zu fragen warum und so weiter, bis heute lebt und für Hilfeleistung bei Gefahr im Verzug steht. Wenn jemand, egal welchem Geschlecht, welcher finanziellen Lage, welcher politischen Gesinnung, welcher Religion, welcher Hautfarbe, einen Notruf absetzt, dann kann man sich darauf verlassen, dass umgehend Hilfe kommt. Wir stellen uns den Herausforderungen und man kann sich auf uns verlassen. Die Aufgaben sind im Laufe der Zeit immer mehr geworden. Feuer, Wasser, Umwelt- und Naturkatastrophen, technische Einsätze, Suchaktionen, Photovoltaik, Alternativantriebe und die Aufzählung ist noch lange nicht zu Ende. Menschlichkeit steht bei uns aber immer an erster Stelle. Diese lässt sich niemals in Kennzahlen darstellen. Jeder Mensch, jeder Moment zählt. Und es gibt viel mehr als nur messbare Fakten. Kameradschaft, Freundschaft, ein Lächeln, eine wärmende Umarmung, ein tröstendes Wort in schwieriger Zeit. Jeder ist bei uns Mensch. Qualität, Leidenschaft und Verlässlichkeit zeichnen uns aus. Jeder, der Sicherheit will, muss bitte auch einen Beitrag leisten. Denn niemand kann wissen, ob er nicht der Nächste ist, der augenblicklich Hilfe braucht. Sicherheit ist nicht selbstverständlich. Sie ist ein so unbeschreiblich hohes und wichtiges Gut, ist so sensibel und lässt sich mit einem Kerzenschein, der Licht in die Finsternis der dunklen Stunden bringt, vergleichen. Poetisch formuliert darf ich sagen, wenn wir nicht gemeinsam dieses Licht schützen und uns für den Erhalt einsetzen, dann geht dieses Licht irgendwann aus. Sicherheit geht uns alle an. Gott schütze uns. Gute Heilung.